ich bin's wieder, Sirima aus Thailand. Und ich unterrichte Deutsch, so wie ihr. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Edu. Das steht für Erfolgreich Digital Deutsch Unterrichten. Hier möchte ich euch also mit Tipps und Ideen helfen, digitalen Medien im Unterricht erfolgreich einzusetzen. Letztes Mal habe ich euch unser Projekt vorgestellt. Heute nun geht es um das Thema Smartphones und was man damit im Unterricht machen kann. Unsere Schülerinnen und Schüler benutzen ihr Smartphone im Alltag ständig. Und in unseren Lehrwerken gibt es tatsächlich viele Themen und Aufgaben, die wir leicht mit dem Smartphone bearbeiten können. Hier sind meine Top 5. Nummer 1. Chatten. Im Unterricht machen unsere Schülerinnen und Schüler Pläne fürs Wochenende. Sie verabreden sich per Chat-App. Das geht zu zweit oder in kleinen Gruppen. Nummer 2. Fotos. Beim Thema Wohnen machen die Schülerinnen und Schüler aus Hausaufgabe Fotos von ihren Lieblingsplätzen zu Hause. Im Unterricht stellen sie diese dann in Gruppen vor. Nummer 3. Videos. Im Unterricht arbeiten die Schülerinnen und Schüler zu zweit und stellen ihr Hobby vor. Sie nehmen sich dabei gegenseitig mit dem Smartphone auf. Danach zeigen sie das Video anderen Paaren, die dann zum Beispiel raten müssen, was das Hobby ist. Nummer 4. Audio. Zum Thema Familie machen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht miteinander Interviews über ihre Familien. Sie nehmen das Interview sowie ein Reporter mit dem Smartphone auf. Danach präsentieren sie das Interview den anderen in kleinen Gruppen. Nummer 5. Recherche. Die Schülerinnen und Schüler recherchieren auf ihrem Smartphone die Artikel für neue Wörter und schreiben sie dann an die Tafel. Diese Aktivität kann man zu jedem Thema machen, denn neue Wörter braucht man immer. Alle diese Beispiele findet ihr auch auf unserer Webseite mit Anleitungen und Arbeitsblättern. Und natürlich noch viele andere einfache Ideen für den digitalen Unterricht. So, das war's für heute von mir. Aber schreibt mir doch unter dem Video einen Kommentar, wie ihr die Tipps findet oder wie die Ideen in eurem Unterricht funktioniert haben. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr wisst nicht, wie man hier auf YouTube ein Video kommentieren kann? Kein Problem. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie man das macht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Tschüss und bis bald, eure Sirima.